Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18, dem Karrieremodus mit unseren Adlern von Preußen Münster. Heute geht es endlich los, es geht zurück aufs Grüne, auf den Fußballrasen mit unserem ersten Testspiel im Vorbereitungsturnier. Und zwar ist unser Gegner am ersten Gruppenspieltag der AC Le Havre aus der französischen zweiten Liga. Beim letzten Mal, ihr habt es mitbekommen, hat mir nicht unbedingt so eine erfolgreiche Zeit, denn die Vertragsverhandlungen um die Vertragsverlängerungen von Adriano Grimaldi und von Michele Rizzi sind zum Stillstand gekommen. Wir konnten uns auf keine vorzeitige Vertragsverlängerung einigen und es ist momentan ungewiss, was mit dem Kapitän und dem Vizekapitän wohl bemerkt, was mit den beiden passieren wird. Beide, ihr seht es schon in der Startaufstellung, sind heute nicht in der Startaufstellung. Rizzi ist heute sogar nicht mal im Kader. Und da sind wir beim Thema Aufstellung. Ihr seht eine Mischung aus A und B11, würde ich sagen. Also die Vorbereitung ist natürlich dazu da, um die Mannschaft kennenzulernen, die einzelnen Spieler zu testen, damit sie sich natürlich zeigen können. Und die Startaufstellung, ihr seht es, sieht wie folgt aus. Im Tor spielt heute zunächst im ersten Spiel Körber anstelle von Schulze-Niehus. Aber die beiden werden sich auf jeden Fall in der Vorbereitung abwechseln. Vor ihm die Viererkette mit Menig links, Mai und Scherder in der Innenverteidigung. Und Tritz aufgrund Alternativen muss rechts hinten verteidigen, unser französischer Stammverteidiger. Rinderknecht wird auf der 6 spielen im zentralen Mittelfeld. Vor ihm Stoll und Kobylanski, der allerdings ein bisschen offensiv ausgerichteter ist, schon eine Art offensiver Mittelfeldspieler oder sogar eine zweite hängende Spitze, könnte man ihn, glaube ich, betrachten. Über die linke Seite wird der junge Cueto kommen, über rechts der heutige Kapitän Tobias Rüde und ganz vorne im Sturmzentrum der andere Tobias, nämlich Tobias Waschewski, unser Sturmtalent. Town Park, wir sind ja zu Gast in Österreich im Trainingslager am 5. Juli 2017, Anstoß 20 Uhr unter der Leitung von Heribert. Ich hätte fast Bruchhagen gesagt. Irgendwie verbinde ich diesen Namen immer mit Bruchhagen. Aber der Schiedsrichter ist Heribert Almeier, ein Österreicher. Macht natürlich auch bestimmt Sinn, dass ein österreichischer Schiedsrichter im österreichischen Trainingslager pfeift. Ja, wie gesagt, wie es mit Rizzi und Grimaldi weitergeht, weiß ich noch nicht. Wir wollen auf jeden Fall vielleicht in ein, zwei Wochen nach dem Vorbereitungsturnier nochmal einen neuen Versuch starten bezüglich natürlich der Vertragsverlängerung. Heute beide erstmal draußen, genauso wie Schwerst der Abwehrchef, auch zunächst erstmal draußen. Wie gesagt, auf jeden Fall eine Testphase. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein. Unser erstes Spiel mit Preußen Münster. Und ich bin echt aufgeregt, denn ich habe FIFA-technisch bis dato, FIFA 18-technisch, kaum Erfahrung. Ein Offscreen und ein Online-Spiel stehen bei mir zu Buche. Legen wir los. Preußen Münster gegen den AC Le Havre, der wahrscheinlich der leichte Favorit hier in diesem Spiel ist, beziehungsweise sogar in unserer gesamten Gruppe, ist der französische Zweitligist wahrscheinlich leichter Favorit. Ist auch ein richtiger Traditionsverein, bekannt für eine sehr, sehr gute Talentschule, unter anderem einer Sana Diarra oder Steve Monada, ehemalige französische Nationalspieler, Stamm aus dieser Jugend. Oder unter anderem auch ein gewisser Benjamin Mendy, der ja seit kurzem der teuerste Verteidiger der Welt ist. Und der erste Ballgewinn direkt hier von Kobylanski. Geht also gut los für die grün-schwarz gestreiften Münsteraner mit Rinderknecht. Und bitte nicht zu hart mit mir ins Gericht gehen. Ein bisschen irritierend finde ich gerade auf dem Radar, dass wir die weißen Punkte sind, obwohl der Gegner halt komplett in weiß gekleidet ist. Und die Franzosen überlassen uns hier am Anfang erstmal ein bisschen das Spielfeld. Das ist der Kapitän, der heutige Kapitän Rühle. Dribbelstark, versucht da an Koulibaly vorbeizugehen, schafft es nicht, aber holt immerhin den ersten Einwurf raus. So, ich sehe zum Beispiel Bonnet im linken Mittelfeld bei den Franzosen, der ist seit Jahren Stammspieler hier bei Le Havre. Ballgewinn der Franzosen und der erste Gegenangriff. Der kommt dann nicht so richtig in den Zweikampf.
Das habe ich in den ersten Spielen auch schon wirklich schmerzhaft erfahren müssen. Das Verteidigen in FIFA 18 ist sehr schwierig geworden. Erste gefährliche Flanke abgewehrt von Menig. Und vielleicht die erste Kontersituation für die Preußen. Links ist eine Menge Platz für den kleinen Cueto. Gut in die Spitze gespielt für Kobylanski. 10. Minute. Der Mann mit der 10 mit dem ersten Abschluss. Und da fehlt er, glaube ich, gar nicht mal so viel. Guter Versuch. Und da haben wir ihn das erste Mal groß im Bild. Der Mann mit Schlips und Krawatte an der Seitenlinie. Fridolin Feige. Das erste Mal also hier unter seiner Regie Preußen Münster unterwegs. Aufbau über den Franzosen Tritz. Ich glaube, das war abseits, oder? Rühle war kein Abseits, aber Rühle lässt den Ball leider ins Austropfen. Wäre eine gute Flankenmöglichkeit gegebenenfalls gewesen. Fehlpass im Spielaufbau der Franzosen, aber dann doch der Pass in die Spitze abgefangen. Koulibaly führt den Ball, oh, ein bisschen gezogen von Stoll. Ob man das jetzt unbedingt abpfeifen muss, sei dahingestellt. Wechselfreudig? Genau, Benjamin Schwarz ist ja einer von zwei Spielern, die bei uns auf der Transferliste stehen. Und der ist auch schon in Transferverhandlungen, Vertragsverhandlungen mit unserem Liga-Konkurrenten aus Chemnitz. Da haben wir uns mit den Ostdeutschen schon auf einen Transfer geeinigt. 230.000 Euro Ablöse stehen da im Raum. Das ist Fabian Menig, Neuzugang vom SC Freiburg. Kobylanski, Waschewski, gut durchgesteckt für Stoll. Nächste hundertprozentige Tormöglichkeit. Lennart Stoll, der Münsterer Jung, der in Münster auch noch gleichzeitig Biologie studiert. Münster, wissen die meisten von euch wahrscheinlich, ist nicht nur eine schöne, wunderschöne Fahrradstadt, sondern auch eine Universitätsstadt. Die Universität ist eine der 10 größten in Deutschland, immerhin. Und Fußball wird hier auch bis dato gut gespielt. Ah, da wollte Waschewski was, glaube ich, nochmal zurücklegen. Ball kommt nicht durch und Konterchance über Mateta. Der junge Stürmer, ausgeliehen von Olympique Lyon, bekommt hier einen kleinen Schubser vom Preußen-Innenverteidiger ab und es gibt eine gute Freistoßposition. Da kommt das erste Mal das Freistoß-Spray zum Einsatz. Die Mauer soll gestellt werden. Muss noch ein paar Meter zurück. Und Bonnet, der Kapitän, hat sich den Ball geschnappt. Linksfuß, wie gesagt, seit Jahren Stammspieler hier in die Horvre, seit 2009 im Verein. Er bringt den Freistoß rein. Und da setzen sich die Franzosen im Kopfball durch, aber keine Gefahr für Nils Körber. Ball geht genau in seine Handschuhe. Jetzt Gegenzug über Tobias Rühle. Der kann so ein bisschen was am Ball. Binderknecht, Kobylanski, Waschewski, wohin mit dem Ball? Gut links rausgelegt. Menig. Und da, der sieht, dass Cueto ziemlich frei ist. Flanke kommt auch nicht schlecht. Und dann der Kopfballversuch von Tobias Rühle, dem heutigen Kapitän. Das war riskant gelöst von Bese. Und der kriegt dann nochmal den Druck. Und Preußen gewinnt den Ball am gegnerischen 16-Meter-Raum. Und die Chance für Stoll. Zweite gute Möglichkeit für den 21-jährigen zentralen Mittelfeldspieler. Also die ersten 28 Minuten sehen fußballerisch schon mal ganz gut aus. Der Abschluss auch nicht schlecht. Aber ein dankbarer Torwartball halb hoch. Das mögen Torhüter gerne, so können sie sich am besten auszeichnen. Erste Ecke im Spiel, die besorgt Rühle. Schoff, reingeschossen und wieder der Keeper. Zweimal zur Stelle. Erst beim Kopfball, ich weiß gar nicht von wem es war. Der Nachschuss kam, glaube ich, vom aufgerückten Innenverteidiger Mai. Aber auch da macht der Keeper erneut die kurze Ecke zu. Also deutliche Chancen plus hier. In der ersten halben Stunde für den deutschen Drittligisten gegen den leichten Favoriten aus Frankreich. Rühle zum zweiten. Diesmal ein bisschen weiter weggetreten. Leider kein Münsterspieler da am 16-Meter-Raum, der auf den Distanzschuss gelauert hat. Zweiter Versuch, Rühle. Ah, technischer Fehler da. Koulibaly dazwischen. Konterchance für die Franzosen. Bonnet.
gegen Scherder. Hält ihn da ein bisschen am Trikot. Flanke flach reingebracht. Aber da steht Mai goldrichtig und kann abwehren. Gegenzug. Cueto traut sich nicht, den langen Ball Richtung Rühle zu spielen. Macht das Spiel nochmal langsam. Rinderknecht mit der guten Übersicht. Guter Ball für Kobylanski. Aber sein Pass ein bisschen zu kurz geraten. Richtung Kwaszewski. Aber beide gewinnen sofort wieder. Geht's nach vorne. Kobylanski erneut. Stoll sehr aktiv. Rinderknecht. Wohin mit dem Ball? Kobylanski nochmal zurückgelegt. Wo ist die Lücke? Cueto. Fritz. Alle Feldspieler in der Hälfte von Lihovre. Jetzt muss aber mal irgendwann der Abschluss kommen. Nächste Möglichkeit. Diesmal wieder Kobylanski. Von der 16 Meter Raumlinie. Allerdings ein bisschen zu weit nach außen gedriftet. Sein Schuss. Versuch. Er kann eigentlich zufrieden sein bis dato mit dem Spiel der Münsteraner. Fridolin Feige, bloß das Tor fehlt bis dahin noch. Von Jovre hingegen noch gar nicht so viel zu sehen. Die versuchen sich hier erstmal in den ersten 45 Minuten auf das Kontern zu verlegen. Mein nächster gewonnener Zweikampf. 1,95 groß gewachsen, der Innenverteidiger. Dresdner Jung kam im letzten Sommer, also im Sommer 2016, vom FSV Zwickau hier nach Münster. Und jetzt der schwache Pass von Rinderknecht war es, glaube ich. Entschuldigt sich auch sofort bei Menig, den Linksverteidiger. Der war natürlich für ihn nicht zu erreichen. Aber jetzt Cueto mit dem nächsten Ballgewinn. Stellt sich erstmal auf den Ball. Waschewski, Kobylanski. Eigentlich ein schlechter Pass von Waschewski. Aber Kobylanski macht das Optimale draus. Chance lebt noch. Waschewski kann sich erneut nicht durchsetzen. Rinderknecht gut den Fuß dazwischen gehalten. Sofort wieder der Ballgewinn für die Preußen, für die Adler. Stoll. Erstmal hinten rum. Vielleicht erstmal wieder ein bisschen Sicherheit hier gewinnen. 3 Minuten Nachspielzeit gibt es im ersten Durchgang. Rühle. Das ist wieder Waschewski. Wollte den Ball eigentlich in den Strafraum flanken. Wurde abgeblockt. So können die weiß gekleideten Männer aus Frankreich erneut klären. Rühle. Beim Einwurf müsste schnell gehen. Ach, ganz schwach. Eingeworfen vom Rechtsaußen hier. Koulibaly mit dem Ballbesitz. Cueto erneut dazwischen. Vielleicht nochmal die Chance. Cueto mit der Hereingabe, aber Kobylanski nicht unbedingt als Kopfball-Spezialist bekannt. So ist Pause. Hier in Österreich im Trainingslager. Ein gutes Spiel des Drittligisten der Preußen. Von Fridolin Feige, Kobylanski sehr auffällig, 2 gute Chancen gehabt. Aber insgesamt eine gute Teamleistung hier im ersten Durchgang, 0:0. Es fehlen im European Shield bislang nur die Tore. So, wir kommen auf die anderen Plätze, da sind schon ein paar Tore gefallen. Zum Beispiel bei unseren Gruppengegnern, beim österreichischen Duell zwischen Altach und Admira Wacker steht es 1:1. In der anderen Gruppe führt etwas überraschend Ultim Athletic 1:0 in oder gegen Breda und Mattersburg. Die anderen Österreicher führen 2:0 gegen Hammarby IF aus Schweden. So, Halbzeit. Wir gucken mal auf die Bank. Leider können wir ja nur 5 Ersatzspieler bei diesem Vorbereitungsturnier mitnehmen, aus irgendwelchen Gründen. Ich denke, wir werden ein bisschen wechseln. Wie gesagt, insgesamt die Teamleistung sehr, sehr gut. Stoll und Kobylanski waren sehr auffällig. Waschewski noch ein bisschen Luft nach oben. Cueto mit guten Aktionen. Von Rühle erwarte ich mir noch ein bisschen mehr, ehrlich gesagt. So, Grimaldi ist heute zumindest auf der Bank. Möchte ich aber noch draußen lassen. Genauso wie Schwers, den Abwehrchef. Vielleicht bringen wir mal Wiebe in die Partie. Anstelle... Wobei, eigentlich möchte ich noch gar nicht wechseln. Hoffmann könnten wir später noch bringen. Wisst ihr was? Wir machen erstmal ohne Auswechslung weiter. Denn nur 2 Tage später steht ja schon das nächste Spiel auf dem Plan. Da müssen wir natürlich mit unseren Kräften auch ein bisschen unsere Kräfte ein bisschen besser einteilen. So, zweite Hälfte. Münster stößt diesmal an. Im zweiten Durchgang von rechts nach links. Mit Rühle und dem ersten Angriff über die rechte Seite. Und so soll es gehen. Gepflegtes Kurzpassspiel. Am besten über die Außen.
und dann die entscheidende Flanke oder den entscheidenden Pass setzen. Waschewski in Schussposition abgefälscht. Und fast zweimal abgefälscht. Und dann kann der Ball auch mal ganz schnell im Tor landen. Hier leider Gottes aber nicht. Und jetzt die riesen Konterchance. Super Zuspiel in die Spitze. Und was war denn das für ein Abschluss? Um Gottes Willen. Das sieht man selbst in der Kreisklasse sehr, sehr selten. Da war ja völlig allein auf weiter Flur. Die Riesenchance für Mateta müsste es gewesen sein. Der Leihgabe von Olympique Lyon. Also den muss er zumindest mal irgendwie aufs Tor befördern. Riesenchance. Die erste im Spiel für die Franzosen. Ungenutzt. Baschewski. Gut rausgespielt auf Cueto. Flanke abgefälscht. Ball nicht im Tor aus. Mafeinik oder Mafein, wie man ihn auch immer ausspricht, erwischt den Ball noch vor der Torauslinie. Mai setzt sich hier mit seinem robusten Körper durch. Kobylanski mit der Hacke. Das ist Waschewski. Ja, ich dachte, da wäre links einer mitgelaufen. Hab schon die Passtaste gedrückt, aber dann habe ich gemerkt, da war ja gar keiner. Und dann musste der Pass halt in irgendeine Richtung gespielt werden. In dem Fall die falsche Option. Die Franzosen werden bisschen stärker. Bonnet, wieder Mateta mit der Hereingabe. Menig in die Mitte geköpft. Das soll man eigentlich nicht machen. Lernt man schon in der E-Jugend. Als Verteidiger bitte nicht zentral in die Mitte köpfen bei solchen Kopfballabwehren. Nochmal gut gegangen. Nachschuss konnten wir blocken. Während da bei der Ecke sehr viel Konfetti liegt. Finde ich auch ein sehr cooles Detail übrigens. Gibt es die erste Ecke für Bonnet. Zunächst rausgeköpft von Stoll. Aber der zweite Ball landet wieder bei Lihovre. Assifour! Übrigens, natürlich, habe ich noch gar nicht erwähnt. Vielleicht der, zumindest für uns, der bekannteste Spieler im Kader von Lihovre ist ein gewisser Ebenezer Assifour. Der seit, ich glaube, 1,5 Jahren hier bei Lihovre spielt. Cueto, der Deutsch-Spanier, setzt sich gut durch. Die Flanke allerdings noch verbesserungswürdig. Das neue Flankensystem, an das muss ich mich übrigens in FIFA 18 auch erstmal gewöhnen. Super Zuspiel von Ebenezer Assifour. Ist uns ja aus diversen FIFA-Karrieremodi bekannt. Und ich glaube, er war es auch mit dem Abschluss hier, oder? War es Ebenezer Assifour? Na, das wäre natürlich eine Geschichte, wenn wir das erste Tor, Gegentor in diesem Karrieremodus durch Assifour bekommen hätten. Das wäre schon sehr, sehr kurios. Aber so gibt es den Abstoß und ich glaube, wir werden jetzt mal wechseln. Und ja, ich weiß, es gibt das Schnell-Auswechselsystem, aber das werde ich, glaube ich, gerade am Anfang noch nicht unbedingt häufig nutzen. Cueto wird rausgehen, Heinrich kommt für ihn und auch Hoffmann kommt für Rühle. Die beiden Außen also neu besetzt. Schäler übernimmt die Kapitänsbinde, das ist in Ordnung. Und ich glaube, ich werde auch den dritten Wechsel gleich noch mit vollziehen. Wiebe wird kommen anstelle von Rinderknecht. Der Rest wird wahrscheinlich dann so durchspielen. Also, Dreifachwechsel in der 64. Minute. Heinrich Wiebe und Hoffmann rein. Rinderknecht, Rüde und Cueto gehen nach draußen. So, kein Stürmer, gegnerischer Stürmer bei uns in der Nähe, deswegen der kurze Abstoß und der Versuch eines vernünftigen Spielaufbaus. Über Stoll. Fritz gegen seine Landsleute heute mit einer eher unauffälligeren Partie. Wieder Tritz auf Stoll, der hat sich mal auf den Flügel ausgewichen. Waschewski legt ab für Wiebe. Wieder gut gespielt, gepflegtes Kurzpassspiel und dann der Abschluss aus der Distanz. Allerdings hier noch erneut zu harmlos genau auf den gegnerischen Keeper. Aufbau über links diesmal. Ah, Missverständnis zwischen Menig und den gerade eingewechselten Heinrich. Aber der holt sich den Ball sehr stark zurück. Kobylanski. Ein super Zuspiel links raus. Zurück auf Heinrich. Flanke ein bisschen weit. Oh, aber der wäre perfekt für Hoffmann gekommen. Der kommt auch an den Ball ran. Allerdings findet er keinen Mitspieler. Fontaine. Nicht verwandt, verschwägert, soweit ich weiß, mit Just Fontaine. Ein sehr, sehr ehemaliger, bekannter französischer Nationalspieler. Kobylanski. Hoffmann.
Mit ein bisschen Glück da vorbei am Gegner. Tritt. Wo ist die Anspielmöglichkeit? Links ist sie. Menig geht mit. Ball ins Zentrum. Gut gespielt. Aber Waschewskis Pässe finden häufig noch nicht die Mitspieler. Daran muss er im Training, glaube ich, auch noch ein bisschen feilen. Hoffmann war ja auch sehr, 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 sehr lange verletzungsbedingt außer Gefecht. Ein gutes Jahr. Flanke Hoffmann. Der ehemalige Spieler des 1. FC Saarbrücken. Seit 2015 mittlerweile bei den Preußen. Asifuhrs Ball. Technisch gut gelöst. Aber Teddy kommt dann nicht an den Ball. Asifuhr mit dem Fehlpass. Also hier im zweiten Durchgang von beiden Seiten sehr viele leichte Abspielfehler. Waschewski versucht sich da gerade im 1 gegen 1. Kommt auch nicht vorbei. Und dann wieder der lange Ball Richtung Mateta. Der legt erstmal mit dem Kopf gut zurück. Asifuhr. Asifuhr kommt diesmal nicht ganz dran. Nee, nicht. Auf Wiebe. Der hat sich mal kurz auf den linken Flügel gestohlen. Fehlpass, aber Glück für Preußen, dass wir da im Ballbesitz bleiben. Kobylanski. Nicht so auffällig wie noch im ersten Durchgang. Letzten 10 Minuten sind mittlerweile auch angebrochen. Guter Ball von Heinrich, aber dann der schlechte Pass von Christian Stoll. Schade. Koulibaly. Verlagerung auf Bese. Asifuhr sollte da geschickt werden, aber Menig passt gut auf. Jetzt versuchen irgendwie Überzahl im Zentrum zu schaffen, gelingt nicht. Deswegen der Ball nochmal raus. Auf Tritz. Jetzt eine Menge, Menge Platz. Führbar. Szewski! Siebenundachtzigste Minute. Die Preußen schlagen zu. Das erste Tor. Für Fridolin Feige. Völlig frei da im Zentrum. Ein Verteidiger legt sich da noch aus irgendwelchen Gründen auf den Boden, weil er den Torwart da angerempelt hat. Der ist natürlich dann auch noch irritiert davon. Waschewski ist es egal. Fridolin Feige wird es egal sein. Da gehen die Mundwinkel doch das erste Mal nach oben. Das erste Tor. Und zwar von unserem Edeljuwel. Unser Rohdiamant Tobias Waschewski. Dortmunder Jung, in Dortmund geboren. Das Spielen bei der Eintracht aus Dortmund gelernt. Bevor er 2014 müsste es gewesen sein. Zu den Preußen nach Münster gewechselt ist. Und er markiert das erste Tor in diesem Karrieremodus-Let's-Play. Sehr, sehr schön. Die Franzosen jetzt natürlich gefordert. Drängen hier auf den Ausgleich. Flankenversuch. Halb Flanke, halb Schuss. Auf jeden Fall kein Problem für Körber. Und ich glaube, da ist ein Preußenspieler liegen geblieben, wenn ich das richtig gesehen habe. Abschlag geht ins Tor aus. 2 Minuten gibt es oben drauf. Muss mal kurz gucken. Ist da ein Spieler von uns angeschlagen? Oder habe ich mich da gerade verguckt? Oder war das ein Spieler von Lihovre? Wie auch immer, es wird nochmal gewechselt. Oder was macht der vierte Offizielle da? Ne, der geht wieder zurück. Geht ohne Wechsel weiter. Und dann dürfte gleich Schluss sein. Der Schiedsrichter hat die Pfeife schon im Mund. Aber ein Angriff gibt es dann doch noch. Über Bese, den Rechtsverteidiger. Flanke kommt nochmal. Oh mein, unsicher. Aber Preußen kriegt den Ball aus dem Strafraum. Und dann ist Schuss. Erstes Spiel. Erster Sieg. Shake hands mit dem gegnerischen Trainer. Fridolin. Feiges Debüt. Geglückt. Da hinten sehen wir die Preußen Münster. Wow, die Fans machen so viel Radau. Da wackelt glatt die Kamera. Da haben wir gerade in der Ostkurve die Preußen Münster Fans gesehen, die mitgereist sind hier ins Trainingslager. Und sie haben den ersten Treffer von Tobias Waschewski gesehen. 87. Minute war es. 1-0 Sieg. Also viel schöner kann man doch eben nicht starten. In der ersten Hälfte waren wir spielerisch, denke ich, ein bisschen stärker. Hatten auch mehrere Chancen. Im zweiten Durchgang machen wir dann aber kurz vor Ende eben das Tor. Hier noch ein paar Highlights des Spiels. Hier die schöne Grätsche gegen Rühle, unseren Kapitän. Das war die erste sehr gute Möglichkeit von Kobylanski in der 10. Minute durch den Mann mit der Rücknummer 10. Und es gab noch diverse andere Chancen, wie die hier von Stoll. Das war auch noch eine der größeren im ersten Spielabschnitt. Da hat der Keeper noch pariert. Nächste Möglichkeit, erneut Christian Stoll. Der 21-Jährige hat sehr auffällig hier gespielt. Nicht unbedingt die erste Wahl, höchstwahrscheinlich im zentralen Mittelfeld. Aber heute hat er Werbung für sich selbst gemacht. Dann die Doppelchance hier
Kubilanski war es im Nachfassen, der dann den Torwart noch im kurzen Eck angeschossen hat. Und zumindest das Tor möchte ich gerne nochmal sehen. Die Franzosen, hier nochmal der nächste Abschluss von Kubilanski. Von den Franzosen habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr versprochen. Ich sagte es ja eingangs, ein echter Traditionsverein mit einer hervorragenden Jugendarbeit. Apropos Jugendarbeit, Waschewski mit dem goldenen Tor zum 1-0-Sieg gegen Le Havre. Also, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, mit dem Spiel. 62% Ballbesitz, 12-4 Schüsse. Das Thema Chancenverwertung wird wahrscheinlich auch in diesem Karrieremodus wieder ein zentrales und großes Thema werden. Aber ansonsten nicht viel zu meckern. Wir gucken uns nochmal die Bewertungen an. Torvorlage kam übrigens von Philipp Hoffmann, dem wahrscheinlich schnellsten Spieler bei uns im Kader. Spieler des Tages allerdings wurde unser Rechtsverteidiger Stefan Tritz mit einer 8,3. Auch der andere Außenverteidiger, Menig mit einer 8,2, sehr stark dabei. Allgemein die Viererkette mit einer sehr guten Benotung. Kubilanski auch sehr stark, 8,1. Waschewski 8,1. Hoffmann 8,2. Also insgesamt eine richtig gute Teamleistung. So richtig hervorheben möchte man da eigentlich fast keinen, weil alle fast gleich stark waren. Auch der ausgewechselte Cueto mit einer 8,0. Mit einem sehr guten Ersteindruck. Also, das können wir doch auf jeden Fall so stehen lassen. Im Parallelspiel in unserer Gruppe hat Admira Wacker den SCR Alltag mit 2-1 besiegt. Und ich glaube, ja, Alltag ist auch unser nächster Gegner. Sollten wir also das zweite Spiel auch irgendwie gewinnen, sind wir, glaube ich, zu 99% schon durch. Selbst ein Unentschieden würde uns auf jeden Fall schon sehr, sehr weiterhelfen. Aber jetzt freuen wir uns erstmal über diesen ersten Sieg. Geschäftsführer, Transferangebot für Tobias Rühle. Wow, und hatte ich es nicht sogar im letzten Part angesprochen? Ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis höherklassigere Vereine auch mal bei unseren Spielern anfragen. Und da ist es schon soweit. Der erste FC Heidenheim, Zweitligist, bietet 520.000 für Rühle. Der hat allerdings einen Marktwert von 575.000. Und deswegen gehen wir auch da gar nicht großartig drauf ein, sondern lehnen einfach das Angebot dankend ab vom Zweitligisten. Wenn jetzt irgendwie ein Angebot kommen würde, so im Bereich 800.000 bis 1 Million, ich glaube, dann müssten wir wirklich anfangen zu überlegen, ob wir da den Spieler eventuell dann doch abgeben, denn Heidenheim ist immerhin eine Liga höher und ich kann mir vorstellen, dass ein Tobias Rühle auch gerne eine Liga höher gerne mal spielen würde. Warten wir es erstmal ab. So, unsere Bewertung ist bei 80 stehen geblieben. Kubilanski mit einer ansteigenden Form, genauso wie Menig und Tritz und bestimmt noch einige andere. Also das System hat auf jeden Fall, wie ich finde, schon mal sehr gut funktioniert. Trotzdem werden wir, glaube ich, im zweiten Spiel gegen Alltag ein anderes System probieren. Was wollte ich noch gucken? Genau, die Torjäger gucken mal kurz rein. Wer hat denn für Alltag getroffen, die 2-1 verloren haben? Schreiner traf für Alltag, auf den müssen wir also vielleicht aufpassen. Perlak traf für Mattersburg gleich doppelt im ersten Spiel. Interessant. Torvorlagen, Hoffmann für Preußen Münster gleich mal mit dem ersten Assist und Körber ist gleich mal ohne Gegentor geblieben. Es gab sogar eine rote Karte für Mattersburg im ersten Spiel, aber das interessiert uns jetzt eher weniger, würde ich sagen. Ich überlege, ob wir jetzt noch irgendetwas machen können, machen sollen, machen müssen. Ich glaube, mit den Vertragsverlängerungen für Rizzi und Grimaldi warte ich tatsächlich noch vielleicht ein, zwei Wochen. Zumindest warten wir da noch das Ende der Saisonvorbereitung ab. Spieler gescoutet werden ja momentan eine ganze Menge. Da müssen wir erstmal ein bisschen abwarten, bevor wir da auch konkrete Transferangebote bzw. Leihangebote machen. Denn mein Plan ist nach wie vor, einen jungen Rechtsverteidiger auszuleihen und wahrscheinlich auch einen zentralen Mittelfeldspieler noch dazu zu holen. Höchstwahrscheinlich ebenfalls als Laie. Gibt es irgendwas Neues bei den Transfer-News oder so? Gucken wir mal. Lechia Danzig verhandelt mit Darmstadt über Rosenthal. Das haben wir schon beim letzten Mal gelesen. Zwickau könnte für Überraschung sorgen. Hier sind also die Prognosen der dritten Liga. Okay,
für Überraschung sorgen, kann natürlich positiv oder auch negativ gemeint sein, denn die Saisonprognose für Zwickau ist Platz 18. Schlüsselspieler Tony Wachsmuth, der Innenverteidiger, sehr, sehr erfahrener Mann, der da in Zwickau spielt. Fortuna Köln wird ein Platz im Mittelfeld vorausgesagt, wobei Saisonprognose Platz 16. Irgendwie passen die Überschriften nicht so ganz zu den Saisonprognosen, habe ich so den Eindruck. Schafft Chemnitzer FC den Aufstieg? Die werden auf Platz 5 eingestuft, okay. Interessant. Ist Chemnitz so stark? Wir werden es auf jeden Fall irgendwann noch erleben. Ja, ich denke, transfertechnisch haben wir momentan noch nicht so viel zu tun. Deswegen gehen wir einen Tag weiter und sind damit schon am zweiten Spieltag. Es geht in 2-Tage-Rhythmus weiter, denn 2 Tage später spielen wir dann schon gegen Admira Wacker. Dann wahrscheinlich wiederum 2 Tage später das nächste Spiel, wenn wir dann die Gruppenphase überstehen. Da müssen wir also mit unserer Ausdauer wirklich ein bisschen wirklich vorsichtig sein. Cueto sagt, was die kommende Partie angeht. Ich habe momentan viel Spaß am Fußball und habe gut gespielt. Deshalb bin ich ein bisschen beunruhigt, dass ich derzeit nur für die Ersatzbank eingeteilt bin. Ich möchte in die Startelf. Das ist schön für dich. Der junge Cueto hat auf jeden Fall Selbstvertrauen getankt nach dem guten Spiel gegen die Horfe. Allerdings, die angesprochene Ausdauer müssen wir uns gut einteilen. Waschewski wird zum Beispiel eine Pause, glaube ich, bekommen. Wir werden unser Team auf jeden Fall munter durchwechseln, würde ich sagen. Am zweiten Spiel, am 7. Juli 2017, da sind wir dann zu Gast. Okay, wir sind ja sowieso zu Gast in Österreich. Auf jeden Fall spielen wir im Trainingslager in Österreich gegen den österreichischen Erstligisten aus Altach. Und wie das ausgehen wird, liebe Freunde, das erfahren wir dann im nächsten Part bei Let's Play FIFA 18, dem Karrieremodus mit unseren Adlern vom SC Preußen Münster. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Würde mich sehr freuen. In dem Sinne hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt euer Killer.